Hallo und schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Emma Stabel. Heute beschäftigen wir uns mit dem NPD-Verbotsverfahren. Vor gut anderthalb Jahren reichte der Bundesrat beim Bundesverfassungsgericht einen Verbotsantrag gegen die NPD ein. Anlass dieses umstrittenen Alleingangs war eine Mordserie, welche dem sogenannten NSU zugeschrieben wurde. Doch damit hatte die Partei nachweislich nichts zu tun. Inzwischen war es verdächtig ruhig geworden um das NPD-Verbotsverfahren, was vor allem daran liegen dürfte, dass die Argumentation der gegnerischen Seite auf mehr als wackeligen Beinen steht. Der juristische Vertreter der NPD ist der Saarbrücker Rechtsanwalt Peter Richter. Er machte das oberste Gericht nun auf dubiose Umstände im Zusammenhang mit dem sogenannten Verfassungsschutz aufmerksam. Und Karlsruhe reagierte mit einer bemerkenswerten Aufforderung an den Bundesrat. Dieser soll bis zum 15. Mai nachweisen, dass im Verfahren keine Informationen von V-Leuten in der Partei verwendet wurden. Kann der Bundesrat die Richter nicht überzeugen, dürfte das Verbotsverfahren wieder an dieser Frage scheitern. Saarbrücken im November 2012. Beim Einparken vor einem Postamt in Duttweiler verursacht der Fahrer einer Limousine einen Blechschaden an einem anderen Auto. Was sich zunächst einmal unspektakulär anhört, könnte womöglich weitreichende Folgen haben. Denn bei dem Verursacher des Schadens handelte es sich um einen Mitarbeiter des Saarländischen Landesamtes für Verfassungsschutz und bei dem Geschädigten um ein Familienmitglied des Prozessbevollmächtigten der NPD, Peter Richter. Der Rechtsanwalt will hier nicht an einen Zufall glauben und reichte deshalb einen Schriftsatz beim Bundesverfassungsgericht ein, in dem er mit Blick auf eine mögliche geheimdienstliche Ausspähung seines Umfeldes und seiner Person die Frage aufwirft, ob ein faires Verfahren noch gewährleistet ist. Das Bundesverfassungsgericht reagierte auf diese Intervention von Peter Richter und forderte den Bundesrat auf, seinen Antrag auf Verbot der NPD nachzubessern. Insbesondere müssen die Angaben über die Abschaltung von V-Leuten der Verfassungsschutzämter besser belegt werden. Und es muss nachgewiesen werden, dass die Prozessstrategie der NPD nicht nachrichtendienstlich ausgespäht wird. Fernab von solchen juristischen Fragen ist ohnehin davon auszugehen, dass das Vorgehen der Politik gegen die Nationaldemokraten rein politisch motiviert ist. Zu dieser Einschätzung gelangt auch der NPD-Parteivorsitzende Frank Franz, der vor wenigen Tagen gemeinsam mit dem Berliner NPD-Landesvorsitzenden Sebastian Schmidtke eine öffentliche Anhörung zum Verbotsverfahren im Berliner Abgeordnetenhaus besuchte. Ja, wir haben gerade an der 36. Sitzung des Ausschusses für Verfassungsschutz hier im Abgeordnetenhaus in Berlin teilgenommen. Eine sehr interessante Sitzung. Und der Antrag der Linken, der lautet NPD-Verbotsverfahren nicht in Gefahr bringen, Senat muss liefern, wurde mehrheitlich von SPD und CDU abgelehnt. Insgesamt bleibt festzustellen, dass auch in dieser Ausschusssitzung deutlich wurde, dass das Verbotsverfahren mehrheitlich politisch motiviert ist. Man will hier also einen unliebsamen politischen Konkurrenten loswerden. Die juristische Seite wird hier völlig außer Acht gelassen. Also juristischerseits ist die NPD, davon bin ich fest überzeugt, nicht zu verbieten. Auch politisch tut die NPD nichts Verbotenes. Und deswegen bin ich guter Dinge, sehe der Zukunft und diesem Verfahren mit dem notwendigen Ernst, aber auch mit der entsprechenden Gelassenheit entgegen. Tatsächlich stellt nicht etwa die NPD eine Gefahr für die verfassungsmäßige Ordnung dar, sondern vielmehr die herrschende politische Klasse, die bei ihrem Bestreben, die sogenannte europäische Integration weiter voranzutreiben, das klar erkennbare Ziel verfolgt, Deutschland letztendlich in einen EU-Superstaat aufzulösen und so den nationalstaatlichen Rahmen, wie er vom Grundgesetz vorgegeben ist, faktisch abzuschaffen. Würde der sogenannte Verfassungsschutz seiner Bezeichnung wirklich gerecht werden wollen, müsste er nicht der NPD, sondern jenen Politikern auf die Finger schauen, die solcherlei im Sinn haben. Da der Inlandsgeheimdienst jedoch nur der verlängerte Arm des etablierten Parteienkartells ist, richtet er seine Tätigkeit gegen politische Kräfte wie die NPD, die sich legal und auf demokratischem Weg für den Erhalt Deutschlands und die Wiederherstellung seiner Souveränität einsetzen. Wir haben Rechtsanwalt Peter Richter in Saarbrücken besucht und zum aktuellen Stand des Verfahrens befragt. Seine Einschätzung stützt die Vermutung, dass es beim Verbotsantrag gegen die NPD in erster Linie darum geht, eine den Herrschenden missliebige politische Strömung mundtot zu machen. In das NPD-Verbotsverfahren, das nun schon seit Ende 2013 beim Bundesverfassungsgericht anhängig ist, kommt nun endlich Bewegung. Mit einem Hinweisbeschluss vom 19. März 2015 hat das Bundesverfassungsgericht dem Bundesrat ganz erheblichen Nachbesserungsbedarf in seinem Antrag attestiert. Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, dass die bloße Behauptung des Bundesrates,
in den Führungsgremien der Partei seien keine V-Leute mehr vorhanden, nicht ausreicht. Der Bundesrat kommt also mit den Testaten, die die Innenminister abgegeben haben, wonach V-Mann technisch alles in Ordnung sei, nicht durch. Das Bundesverfassungsgericht fordert, dass die Innenminister die Staatsfreiheit der NPD durch geeignete Belege nachweisen müssen. Bloße Behauptungen reichen also nicht aus. Das Bundesverfassungsgericht setzt damit seine Rechtsprechung fort, in der es schon 2003 im Einstellungsbeschluss des ersten Verbotsverfahrens klar erklärt hat, dass zweierlei gegeben sein muss, um ein faires Verfahren gegen die NPD durchführen zu können. Erstens, es dürfen keine staatlichen Spitzel, keine V-Leute in den Führungsgremien der Partei vorhanden sein. Zweitens, es darf kein Beweismaterial vorgelegt werden, das von staatlichen Spitzeln selbst hergestellt worden ist. Wir haben einen weiteren Punkt, der sehr zugunsten der NPD spricht. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht am gleichen Tag, also auch am 19.03., einen Hinweis erlassen, dass das Verbotsverfahren auch inhaltlich Zweifeln ausgesetzt ist. Der berichterstattende Richter, der ehemalige saarländische Ministerpräsident Peter Müller, hat dem Bundesrat ganz klar ins Stammbuch geschrieben, dass die Behauptung, die NPD sei aggressiv kämpferisch und schaffe Angstzonen für politische Gegner, also national befreite Zonen, in denen sich politische Gegner nicht mehr auf die Straße trauten, dass diese Behauptung nicht hinreichend belegt sei und auch hier nachgebessert werden müsste. Und was die V-Mann-Problematik anbelangt, hat die NPD von Anfang an gefordert, dass hier die Akten vorzulegen sind und die Akten der V-Leute, dass darin dann der Nachweis zu führen sein wird, ob und wann und wer wie abgeschaltet worden ist. Wenn diese Akten nicht vorgelegt werden, kann aus meiner Sicht ein faires Verfahren nicht geführt werden und wird der Bundesrat auch den ihm obliegenden Beweis der Staatsfreiheit der NPD nicht führen können. Das Bundesverfassungsgericht hat dem antragstellenden Bundesrat nun eine Frist gesetzt bis zum 15. Mai, innerhalb deren er seinen Vortrag ergänzen und mit weiteren Belegen und Beweisen untermauern muss. Wir werden dann, sobald die Stellungnahme des Bundesrates vorliegt, darauf entsprechend erwidern. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass im Hinblick auf die Andeutungen des Bundesverfassungsgerichts, dass hier erhebliche Zweifel bestehen, und im Hinblick auf die zwischenzeitlich eingetretenen neuen Enthüllungen, insbesondere zum V-Mann Landsberger, der nach entsprechenden Berichten sogar noch im Jahr 2011 in einer hohen Parteiposition aktiv gewesen sein soll und Geld vom Staat bezogen hat, dass da doch noch einiges an Erklärungsbedarf beim Bundesrat besteht und für uns die Wahrscheinlichkeit besteht, den Vortrag des Bundesrates dann auch entsprechend zu entkräften. Wir werden Sie auch weiterhin über das Verbotsverfahren auf dem Laufenden halten. Hier bei DSTV, auf deutschestimme.de und natürlich auch in der gedruckten DS, deren Mai-Ausgabe demnächst erhältlich sein wird und die natürlich auch abonniert werden kann. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute.